Heute habe ich wieder ein ganz besonderes Special. Ich bin hier auf dem zweiten internationalen WOMO-Treffen in Klüsserath und bin heute hier bei meinem Nachbar WOMO-Tuning, Patrick Weigand. Das ist ein Spezialist, der sich mit dem Thema Sicherheit und mehr beschäftigt. Und der Patrick, der hat mich echt überrascht. Der ist nämlich ein Spezialist für Kastenwagen. Der schafft es, dass man einen Kastenwagen weitgehend sicher machen kann. Wir werden da noch einzelne Videos zu zeigen. Der Patrick wird jetzt hier an diesen Modellen uns mal kurz erklären, was er in der Theorie also hier uns jetzt zeigen kann. Und später werden wir es in der Praxis an unserem Fahrzeug praktisch einbauen. Ja, Patrick, sag uns was zu deinem Produkt. Ja, hallo erstmal. Wir haben beim Kastenwagen halt verschiedene Türen. Also es geht los mit der Schiebetür zum Beispiel. Da haben wir eine Sicherung entwickelt. Also das ist jetzt ein Modell, da sieht man den Anschlagklotz der Schiebetür, der wird demontiert, drunter wird ein Blech geschoben, zusammen wieder mit den Schrauben montiert. Da hängen wir dann einfach einen Karabinerhaken ein und die Gegenseite ist ein einfacher Haken, der an der Gurtschraube, hier ist der Sicherheitsgurt für den Beifahrer, einfach eingehängt wird. Das schauen wir uns nachher in der Praxis mal an, sehr schön. Genau, dann machen wir weiter am besten mit der Hecktür. Auch wieder ähnliches Prinzip. Also wir nutzen vorhandene Schrauben vom Fahrzeug. Das heißt, es muss nichts gebohrt oder gefräst oder gesägt werden oder irgendwas. Alles spurlos wieder rückbaubar. Ja, ähnliches Prinzip. Also die eine Tür kommt ein großes Blech, an die andere Tür das kleine Blech. Verbunden wird das Ganze idealerweise mit einem ganz normalen Klappsplint. Man kann auch ein Schloss nehmen, aber da ist halt ein Problem, wenn man halt schnell aus dem Fahrzeug raus muss, sei es mal, dass es brennt oder so und man dann gerade einen Schlüssel nicht zur Hand hat. Dann ist der Splint schon einfacher. Der Splint ist einfacher, genau. Der ist ruckzuck draußen und die Türen werden im Notfall offen. So, dann haben wir für die Fahrer- und für die Beifahrertür eine Sicherung. Da wird ein kleines Blech an der Kunststoffablage von der Tür, das kann man nachher dann beim Montieren nochmal genauer sehen, wird auch wieder an der Originalschraube befestigt. Auch einfaches Prinzip, ein Karabinerhaken wird eingehängt und die Gegenseite auch wieder an der Gurtschraube, in dem Fall dann entweder an der Fahrer- oder an der Beifahrertür, einfach eingehängt und gesichert. So, dann haben wir noch beim Ducato das Problem, oder Ducato, Jumper und Boxer, die sind ja baugleich. Da ist noch das Problem, das ist der Originaltürgriff, der wird einfach unterhalb mit dem Schraubenzieher eingestochen. Ja, und da hast du mich ja ganz schön überrascht. Nämlich, wir haben dann mal an meinem Fahrzeug geschaut und es muss wohl schon Jahre her sein und niemand hat es bemerkt. Und deswegen machen wir auch dieses Video. Leute, schaut euch das nachher an. Das ist mit so wenig Spuren versehen. Schaut alle heute mal unter euren Schlössern, ob ihr da nicht auch solche Einbruchspuren seht. Das ist super easy, wie man hier reinkommt. Wir sehen das nachher noch an meinem Beispiel. Genau, ja, da ist das Problem halt, man sticht mit dem Schraubenzieher ein, hebelt auf der Rückseite das Blech auf, das sehen wir nachher noch, und kann dann ganz bequem die Anstörung von der Zentralverriegelung auslösen. Ja, wir haben dann ein Blech entwickelt, das wird auch wieder an den Originalschrauben vom Türgriff mit befestigt. Das ist 1,5 mm Edelstahl und da kommt dann keiner mehr durch mit dem Schraubenzieher. Und das machen wir nachher im Live. Genau. Ja, vielen Dank, Patrick. Ich würde sagen, so für unsere Zuschauer als erstes, als Idee, was du so machst und was wir nachher so noch zeigen werden, reicht das. Wir machen jetzt einen kleinen Cut und machen dann einzelne kleine Filme zu den einzelnen Einbauten. Sehr gut. Vielen Dank, Patrick. Ich freue mich. Ja.